Hi, ich bin Madeleine Viola Milena. Und ich bin Irmgard Anna. Und du bist hier in der Provita Lebensfreude Lounge. Willkommen zu den Sacred Conversations zwischen Mutter und Tochter. Wir sprechen hier über Gott und die Welt, wir philosophieren, wir hinterfragen und wir inspirieren zu ganz neuen Gedanken. Ja, bei uns geht's ums Manifestieren, ums Mindset, um Persönlichkeitsentwicklung und um die Facetten des Menschseins. Wir sprechen über Erfolg und Authentizität und teilen unsere Wahrheit ganz unverblümt mit dir. Provita ist das Zuhause für Menschen wie dich, die mehr vom Leben wollen, und damit herzlich willkommen im neuen Leben. Welcome, welcome zu einer neuen Folge deines Lieblingspodcasts, die Sacred Conversations zwischen Mutter und Tochter. Und heute, jetzt musst du ganz besonders gut aufpassen, heute haben wir ein sehr, sehr, ja, wir haben ein ganz, ganz großes Geheimnis, was wir heute lüften. Und zwar, wie bestellt man denn eigentlich beim Universum, was man wirklich haben will? Sollen wir es erzählen? Ich weiß, das ist ja kein Geheimnis mehr. Aber wir verraten es ja nur mit dem Kreis, der es jetzt wirklich hören kann. Ne? Genau, genau. Also die Richtigen werden das jetzt hören. Und zwar ist ganz, ganz wichtig, wenn du eine Bestellung beim Universum machst, wenn du irgendeinen Wunsch hast, den du gerne erfüllt haben möchtest, wenn du irgendwas Besonderes manifestieren möchtest, ist es ganz, ganz wichtig, du brauchst dafür, also diejenigen auf YouTube, die werden das jetzt sehen, du brauchst unbedingt ein goldenes Kissen, so wie ich das jetzt hier habe, und musst dich dann so da draufsetzen, so oder so dranlehnen. Mhm. Und am besten hast du auch noch einen goldenen Stift, mhm, und ein Blatt Papier, wo auch Goldränder sind. Dann klappt es auf jeden Fall. Und dann fängst du die Formulierung folgendermaßen an. So, also du merkst schon, ich mache mich hier ein bisschen drüber lustig. Es ist gar nicht böse gemeint. Also wir haben auch wieder eine Frage bekommen in unseren Kommentaren zu einer unserer Podcast-Folgen bisher, wie man denn richtig Wünsche formuliert. Und natürlich gibt es so ein paar Dinge, die wir dazu zu sagen haben. Aber keine Sorge, es sind nicht solche Dinge. Oder vielleicht wäre es dem einen oder anderen ganz lieb, wenn es so einfach wäre. Weil das andere ist natürlich ein bisschen, wie sagt man, ist ein, es gibt doch da so ein schönes Wort für. Das fällt mir wieder ein. Okay. Das fällt mir wieder ein. Abstrakt, hier, genau, so abstrakt, genau. Ja. Dass man jetzt nicht so ganz klar sagen kann, ist das jetzt, es ist so ein energetischer Unterschied. Aber an der Stelle würde ich dir gerade das Wort überlassen. Wie formuliert man denn die Bestellungen ans Universum? Mhm. Das Universum sagt halt immer Ja zu allem, was wir bestellen. Bewusst und auch unbewusst. Und allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst. Mhm. Wenn ich jetzt einen Wunsch habe und den ans Universum abgebe und dem Wunsch Aufmerksamkeit schenke, was bekommt da Energie und wächst? Der Wunsch. Das heißt, er kann nicht zur Lebenswirklichkeit werden. Also eines der ersten Dinge, die ich vor über 20 Jahren, als ich mich auf diesen Weg hier begeben habe, erfahren habe, dass allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, Energie bekommt und wächst. Und wenn wir dem Wunsch Energie schenken, dann kann der Wunsch nur wachsen, aber nicht zur Lebenswirklichkeit werden. Das habe ich, ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz von meinem damaligen Mentor mir immer wieder vor Augen gehalten habe, bis es da mal Klick gemacht hatte. Weil das Universum agiert oder reagiert ja immer auf das, was wir von der Schwingung her aussenden. Dann matchst das Ganze. Ja. So. Und wenn ich jetzt den Wunsch formuliere, dann ist das erstmal wie so eine leere Gedankenblase, um dem Ganzen jetzt mal ein metaphorisches Bild zu geben. Wenn ich diese Gedankenblase aber noch mit einem Gefühl fülle, wie so eine gefüllte Praline, dass ich mir schon vorstelle, wie es ist, wenn, dann kann das matchen und dann kann der Wunsch auch zur Lebenswirklichkeit werden. Und das ist das, was du wissen darfst, um erfolgreich Bestellungen beim Universum abzugeben.
Ohne Zweifel. Du hast es als Kind gemacht. Du hast ja zu Weihnachten dein Schaukelpferd gewünscht und du bist abends nicht ins Bett gegangen und hast dran gezweifelt, ob du es bekommst oder nicht, sondern du bist mit den freudvollen Gedanken schon ins Bett gegangen, wie es ist, wenn das Schaukelpferd im Wohnzimmer steht und du schaukelst da drauf. Du gibst bei Amazon eine Bestellung auf als Beispiel. Du zweifelst nicht daran, dass die geliefert wird. Du freust dich aufs Paket. Du weißt ganz genau, irgendwann steht der Paketbote vor der Tür und übergibt dir dein Paket. Du gehst ins Restaurant und gibst deine Bestellung auf. Und zwar ganz klar, du bestellst ja nicht eine Hauptspeise, eine Nachspeise und eine Vorspeise, sondern du bestellst ganz klar, was du gerne möchtest. Und du lehnst dich zurück und genießt dein Wein, dein Wasser, dein Saft, was auch immer und weißt, in der Küche wird's gekocht für dich, wird's zubereitet für dich. Und das ist mit anderen Dingen im universellen Feld nichts anderes. Mhm. Und da kommt noch was dazu, du darfst dich auch davon lösen, was andere in deinem Umfeld beim Universum bestellen oder nicht. Du guckst ja auch nicht bei Amazon, was ist das, was hier am meisten bestellt wird und bestellst dir das. Du gehst in kein Restaurant und fragst, was ist denn das beliebteste Gericht hier? Das hätte ich gerne. Du guckst doch auf der Speisekarte, was du haben möchtest und kümmerst dich überhaupt nicht darum, was andere da bestellen. Und das ist mit den Wünschen nichts anderes. Wir dürfen uns natürlich auch klar drüber werden, was genau will ich selbst denn eigentlich wirklich? Auf meiner Collage früher, meine erste Zielcollage, als ich davon erfahren habe, da war mal das Haus und die Yacht drauf, das Traumhaus. Warum? Weil ich bei anderen mitbekommen habe, macht man anscheinend so, Yacht und Traumhaus. Habe ich nie erreicht, weil es nicht meines war. Ich finde bis eben kein Haus in mir. Ich finde auch die Yacht nicht in mir. Ich bin gern auf der Yacht, aber unter dem Aspekt, wenn ich jetzt Lust drauf habe, gucke ich, buch was und genieße den Tag oder zwei Tage und gehe anschließend wieder runter und gut ist. Ja? Mhm. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, herauszufinden, was genau bin ich selbst denn eigentlich wirklich? Ja, was will ich und nicht was denke ich, was ich wollen soll? Genau. In den ganzen Persönlichkeitsentwicklungsdingen, man sieht andere und die erreichen dann irgendwelche Sachen, was auch wunderschön ist, aber vielleicht will ich das ja gar nicht so. Mhm. Vielleicht will ich ja was ganz anderes. Und die Sache ist, das ist so ein Prozess, der geht dein Leben lang. Das ist nicht so, dass du es einmal, also du wirst es irgendwann mal klar haben, was will ich eigentlich wirklich, aber damit ist die Sache nicht gegessen. Mhm. Weil dann ist es so, dann bist du sehr klar und dann kommt irgendwie nochmal ein Tag, eine Woche, ein Monat später eine Phase, wo du denkst, ich weiß gar nicht, was ich will. Mhm. Ne? Also so ging es mir letztens wieder. Ich wusste so ganz klar, ja, ich will das, ich will das, ich will das. Und dann kam wieder so, will ich das wirklich? Was davon will ich? Warum will ich das? Und dann habe ich das nochmal so hinterfragt. Und dann kommt man wieder in so einen Prozess, wo man nochmal weiterfragt. Und so verfeinert sich das Ganze ja auch. Dass man zum Beispiel nur einen Aspekt von etwas will, wo man vorher gedacht hat, man will das Ganze. Mhm. Und dann merkt man aber, das will ich ja nur, weil andere das so machen und weil ich die bewundere. Mhm. Weil die zum Beispiel ihr Ding leben. Mhm. Ne? Das ist vielleicht das, was dahinter steckt. Und dann merke ich, eigentlich will ich nur mein Ding leben. Und das ist vielleicht gar nicht das, was die da leben, sondern eben mein Ding. Ne? Und wie du schon gesagt hast, es sind vor allem die Gefühle, die das Ganze dann manifestieren. Weil wir alle kennen diesen einen besonderen Film, dieses eine besondere Buch, wo es dann heißt, ask, believe, receive. Mhm. Also Frage, glaube daran und empfange es, also Gesetz der Anziehung kurz erklärt. Ne? Das Wichtigste ist halt, dass du fühlst, dass du das fühlst, was du damit haben willst. Ne? Also, dass du weißt, welche Erfahrung will ich eigentlich damit machen. Also nicht nur, ja, ich will das jetzt haben oder so, ne? Weil, keine Ahnung, weil ich das halt will, sondern dass du genau weißt, welche Erfahrung du eigentlich damit machen möchtest. Mhm. Was ist es denn eigentlich, was du damit erleben willst? So, ne? Weil in diesem Leben geht es darum, Erfahrungen zu machen und nicht um irgendwelche Dinge anzuhäufen oder irgendwie so. Ne? Wir wollen keine Beziehung haben, um eine Beziehung zu haben. Wir wollen damit was ganz Bestimmtes erfahren. Wir wollen nicht um die Welt reisen, um die Welt gereist zu sein, sondern wir wollen bestimmte Erfahrungen damit machen. Und das ist halt so eine ganz, ganz wichtige Frage, die wir uns da stellen dürfen. Und dann eben reinfühlen, wie es ist, wenn ich es dann schon habe.
Weil wenn ich mir dann irgendwas wünsche und sage, okay, Universum, ich möchte jetzt gern nach Bali reisen, ne? Ich will nach Bali reisen, das möchte ich mir jetzt manifestieren und ich schnipse. Und genau, und dann gucke ich mir so ein paar Videos so an und sehe so, oh, Bali, oh, voll schön, habe ich richtig Bock drauf, Universum, das will ich auch. So, dann vergeht eine Woche, dann vergehen 2 Wochen und dann werden mir wieder Videos angezeigt von Bali und ich sitze dann so und denke mir so, ich wollte ja eigentlich dahin. Wie wird denn das noch was? Universum, Ich wollte ja, naja, okay, ich manifestiere es mal noch mal schnipsen und dann, okay, und dann vergeht wieder Zeit und irgendwann bin ich frustriert und denke mir, ich bin immer noch nicht auf Bali und ich wollte doch unbedingt nach Bali. Und indem wir diesen frustrierten Gefühlen so viel Raum geben und sagen, oh, das ist jetzt aber blöd, ich wollte doch nach Bali und das funktioniert irgendwie nicht und das ist alles blöd. Und so in dem Moment drücke ich diesen Wunsch immer weiter weg und mache so, ne? Also indem ich diesen Wunsch immer so frustriert angucke, drücke ich den immer weiter weg. Es bringt auch nichts, dann einfach so in einer tollen Energie zu sagen, ach, ich will nach Bali, das klappt alles. Und ich affirmiere jeden Morgen und stehe vorm Spiegel und sage, ich fahre nach Bali, das klappt alles, ich fahre nach Bali. Und innerlich bin ich aber eigentlich so, boah, fuckt mich das gerade alles ab. Na, das, was zählt, ist das, was du innerlich fühlst, dass du innerlich sagst, oh mein Gott, ich freue mich so sehr auf die Reise, ich freue mich auf alles, was damit zusammenhängt. Das Visum be zu beantragen, die Flüge rauszusuchen, mir ein Hotel auszusuchen, zu überlegen, welche Ausflüge ich machen will, mal schon mal irgendwie so ein Naturführerbuch irgendwie zu kaufen, um zu gucken, welche Pflanzen ich entdecken werde und so, welche Tiere da so leben und keine Ahnung, sich wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen und dann in der Vorfreude sein. Das ist halt auch eine Entscheidung und wenn Frust da ist und so, dann darf auch Frust gefühlt werden. Aber bitte denk dran, nicht in dem Frust zu verschwinden und zu versumpfen, sondern dich immer wieder daran zu besinnen, ja, ich freue mich einfach darauf, auf dieses Ziel, das ich erreichen will, das, was ich beim Universum bestellt habe. Ja, und dann kommt ein ganz wichtiger Aspekt auch noch dazu, um die Tickets zu bekommen, um dann Tag X auch zu erleben und in den Flieger zu steigen, muss ich natürlich auch irgendwann mal buchen. Ich muss dann wirklich die Komfortzone verlassen und muss mal buchen, weil der Kopf erzählt ja dann ansonsten auch, ach jetzt noch nicht und später, ich weiß, wie oft ich da früher auch um unsere Bali-Flüge oft schon rumgeeiert bin, mal gucken, ob ich nicht doch noch ein Schnäppchen irgendwo herbekomme, einen günstigeren Flug und, und. Aber irgendwann war der Tag da, wo ich dann einfach gedacht habe, so, jetzt muss ich buchen, sonst ist die Reisegruppe vor uns in Bali und wir kommen gar nicht an. Ne? Also mit anderen Worten, wir sind immer noch in einem Tuniversum und ich darf dann die Impulse empfangen, um was zu tun. Wie nochmal, immer nochmal das Beispiel. Mit Amazon, wenn ich was bestellen möchte bei Amazon, naja, irgendwann muss ich dieses Teil in den Warenkorb legen und zur Kasse gehen und bezahlen, damit ein paar Tage später der Postbote an der Tür steht und mir die Schuhe oder was auch immer liefert. Das geht nicht anders. Und so ist es mit allem. Also ich habe einen Impuls, was ich gerne hätte, wo man nochmal das Bali-Beispiel, ich fange an, darüber zu träumen, nachzudenken, wie es ist, in Bali zu sein. Wie will ich da hinreisen? Wo genau will ich auf Bali sein? Ich schaue mir Hotels an oder Resorts oder Airbnbs oder keine Ahnung, wie ich einfach unterwegs sein will, zu Fuß, mit dem Rad, was auch immer. Und dann darf ich irgendwann ins Handeln kommen und tun, in dem Falle Tickets buchen, Hotelzimmer buchen und dann geht's los. Und dann kommt ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn ich dann tatsächlich in Bali aus dem Flieger steige, an meinem Ziel bin, das ist im Grunde genommen nur 1% von meiner ganzen Reise. Alles andere ist die Vorplanung. Und dann komme ich da an und bin zwar ein bisschen neugierig, was heißt ein bisschen viel, wenn ich das erste Mal an Bali denke, habe ich immer gedacht, bin ich jetzt wirklich hier? Das kann doch nicht sein, bin ich wirklich hier? Und, und. Und dennoch war es ein Stück weit normal, weil ich vorher so viel in dieser Vorfreude war, mir so oft vorgestellt habe, wie es ist, wenn wir dann auf Bali sind, wie es ist, in diesem Hotelresort abends zu hocken, aufs Meer zu blicken,
Und mit unserer Gruppe zusammen da zu hocken, mit der Family auch zusammen zu hocken. Mit den Gedanken bin ich ganz viel vorher ins Bett gegangen, abends mit damit eingeschlafen und irgendwann Tickets gebucht und ja, dann war es auch irgendwann soweit. Mhm. Also wir sind immer noch im Tuniversum, wir dürfen immer noch Dinge dafür tun und dennoch, wenn es dann zur Lebenswirklichkeit wird, fühlt es sich so ein Stück weit normal an, wo wir dann denken, eigentlich dachte ich, das muss jetzt ein bisschen anders sein. Mhm. Und dann merkt man viel schneller, als man vorher noch denkt, man ist am Ziel angekommen. Und dann entspricht es unserer ganz natürlichen Evolution, sich nochmal weitere Ziele zu stecken, weiterzuwachsen, den nächsten Urlaub zu buchen oder nochmal gleich Bali zu buchen oder was auch immer man in sich findet. Mhm. Ja? Ich weiß nur, wie es sich für mich angefühlt hatte, als ich noch so am Arbeitsplatz saß und von dem freien Leben geträumt habe und andere da draußen beobachtet hatte, die so ganz frei unterwegs waren, die so One-Way-Ticket irgendwohin gebucht hatten, habe ich immer gedacht, oh, wie cool ist das denn? One-Way-Ticket. Ich weiß nur, dass ich gedacht habe, kann man das überhaupt? Nur einen Weg buchen? Für mich war immer hin und zurück nur. Dann habe ich mal die Erkenntnis gehabt, aha, das geht ja auch. Ja, und ich weiß noch, wie es zum ersten Mal war, als ich dann tatsächlich für uns ein One-Way-Ticket gebucht hatte. Das war sensationell, das war ein cooles Gefühl. Und gleichzeitig war es aber auch ein Stück weit normal. Ja. Ja, ja. Genau, und gerade was Manifestationen angeht und so, dann denkt man immer so, man manifestiert sich jetzt irgendwas Bestimmtes oder so, was ich auch schon ganz oft irgendwie so gelesen oder gehört habe von Leuten, die dann so davon sprechen, als wäre das so ein Hobby. So, ach, ich manifestiere mir das einfach oder so. Dein ganzes Leben ist eine Manifestation. Also, dass du jetzt diesen Podcast hier hörst oder anschaust, das ist eine Manifestation in deinem Leben. Das hast du dir manifestiert. Jedes einzelne Wort, das wir jetzt hier sagen, hast du dir manifestiert. Du hast ja sogar die Kamera hier manifestiert, damit wir das aufnehmen können. Also, danke dafür übrigens noch. Und, nee, also ich meine einfach, dein ganzes Leben ist ja eine Manifestation und es ist ja nicht so, dass wir uns irgendwas Bestimmtes nur manifestieren, so ein Wunsch oder irgendwas Schlechtes oder sowas, sondern alles ist ja eine Manifestation von deiner Innenwelt, was du so im Außen siehst und was du erlebst. Und du hast jetzt zu Anfang schon gesagt, das Universum sagt immer Ja zu uns, zu dem, was eben in unserer Innenwelt abgeht. Und wenn du dir dein Leben ja mal anschaust, wie das gerade so ausschaut in den verschiedenen Bereichen, gesundheitlich, wie steht es um deinem Körper, wie sieht es in deiner Wohnung aus, wie sieht es in deiner Arbeitswelt aus, wie ist es mit deinen Beziehungen und so weiter. Wenn du dir das anschaust, dann kriegst du schon mal ein ganz gutes Bild dafür, wie es bei dir innerlich ausschaut, weil das ist ja der direkte Spiegel. Und so geht es halt einfach darum, sich so innerlich so ein bisschen eben zu wandeln, um eben im Äußeren was zu wandeln. Es ist auch möglich, im Außen was zu verändern, aber das ist dann wiederum mit so einer Anstrengung verbunden, dass du das Gefühl hast, es funktioniert nicht richtig oder ich muss hustlen und ich muss die ganze Zeit schwer und ach, das Leben ist schwer und ich muss die ganze Zeit irgendwie was machen. Und der Mensch ist ganz gerne damit den lieben langen Tag damit beschäftigt, seinen Mist von gestern aufzuräumen, statt mal den Raum zu verlassen und sich was Neues aufzubauen, um es mal so zu sagen. Also auch da mal so diesen Fokus zu ändern, was wir so den ganzen Tag machen und eben ja, in die Richtung zu denken, zu fühlen, zu handeln, wie wir es eigentlich gerne haben möchten. Mhm. Ne? Also wenn das Universum ja immer Ja zu uns sagt. Ja. Was du gerade angesprochen hast, dass wir so den ganzen Tag mit beschäftigt sind, so unsere Umgebung zu managen, sind mir gerade Bilder vom früheren Leben in den Sinn gekommen, wo es auch ganz viel zu managen gab. In der Wohnung volle Schränke und alles Mögliche. Nur mal zum Bewusstmachen, da hat es bei mir auch so Klick gemacht, warum wir so viel dazu geneigt sind, oftmals materielle Dinge anzuhäufen, mit denen wir uns dann beschäftigen. Und sei es, dass wir gefühlte 2 Tage in der Woche uns damit beschäftigen, die Wohnung auf Vordermann zu bringen, ist, weil wir ja alle energetische Wesen sind, die jetzt diesen physischen Körper eingenommen haben.
Aber alles ist ja eine große Energie. Und sobald wir uns dazu entscheiden, hier in diesem physischen, materiellen Körper anzukommen, brauchen wir quasi als Metapher Dinge im Außen, als festes Material, was wir greifen können, um uns hier auf der Erde, wie sagt man, auf der Erde, wo ganz viele materielle Dinge uns umgeben, was ja nichts anderes als verdichtete Materie ist, im Grunde genommen, was wir als Materie sehen, verdichtete Schwingung, um uns hier geerdet zu fühlen, um uns als energetische Wesen hier in einer materiellen Welt geerdet zu fühlen, um es mal so auszudrücken. Das ist der Grund. Und wenn ich mich davon mal löse, dass ich mich hier auch willkommen und geerdet fühlen darf, auch ohne, wenn mich ganz viel Materie umgibt, mit der ich mich den ganzen Tag beschäftige, das hat mir sehr, sehr geholfen, auch diese Erkenntnis loszulassen. Mhm. Loszulassen auch an materiellen Dingen und manchmal ja auch zum Leidwesen meiner Umgebung bin ich ja da sehr, sehr minimalistisch inzwischen unterwegs. Und bevor die neue Bratpfanne gekauft wird, darf eine andere gehen, weil wir fangen hier nicht mehr an, das ist das Beispiel, Bratpfannen zu häufen. Also es gibt Bratpfannen, ja, aber alle sind irgendwo auch wirklich, haben ihre Existenzberechtigung. Und früher gab es Bratpfannen, die hatten keine Existenzberechtigung mehr, weil ich halt gedacht habe, ja, wenn wir mal noch eine zusätzliche Bratpfanne brauchen, dann ist sie da. Ist jetzt ein spaßiges Beispiel. Du hast deine eigenen Dinge, wenn du radikal ehrlich zu dir bist. Wo hältst du in deinem Umfeld noch an Dingen fest? Die dich aber Energie und Aufmerksamkeit kosten. Mhm. Genau. Und nochmal zum Abschluss, um zu diesem Thema nochmal zurückzukommen. Wie formuliere ich denn jetzt meine Wünsche so? Ne? Weil es wird ja auch ganz viel gesagt, schreib deine Ziele auf und deine Wünsche, damit du dem auch eben Energie schenkst, damit du das eben manifestieren kannst, mach dir da nicht so einen Stress. Also das ist vermutlich, ich sag's jetzt mal so, aus der Vergangenheit, aus der Schule noch so ein Muster, dass man denkt, man muss das jetzt richtig machen, man muss die Matheaufgabe richtig hinschreiben, man muss die Gedichtsanalyse korrekt schreiben und jedes Wort richtig an der richtigen Stelle und die Wörter auch natürlich richtig verwenden und so, damit das dann auch mit einer 1 plus, mit Sternchen bewertet wird, aber das macht das Universum nicht. Dem ist das grundsätzlich egal, wie du das machst. Es ist einzig und allein deine Energie wichtig und dann macht es natürlich einen Unterschied, ob du sagst, oh, ich wünsche mir so sehr den Mercedes, ne? Ich wünsche mir den so sehr, oder ob du sagst, ich werde ein Mercedes fahren. Mhm. Ne? Mhm. Oder ich bin Mercedes-Fahrer, auch wenn draußen noch ein Opel steht oder so. Ne? Also, das ist einfach eine energetische Nuance, in die man auch sich hineinschwingt quasi. Weil ganz am Anfang hast du es gesagt, ich würde es nochmal betonen. Wenn ich sage, ich wünsche mir den Mercedes, dann kreiere ich mehr den Wunsch. Und der Wunsch wird immer größer. Aber ob ich den Mercedes dann letzten Endes wirklich vor der Haustür stehen habe, ist dann halt die große Frage. Oder wenn ich sage, ich werde Mercedes-Fahrer, dann kreiere ich mir quasi immer mehr diesen Prozess des Werdens, aber nicht des Seins. Also dann bin ich kein Mercedes-Fahrer, sondern dann werde ich einfach für eine ganze lange Zeit. Also werden im Sinne von dieser Prozess halt einfach. Genau. Das sind Nuancen, das sind Dinge, also das Wichtigste ist einfach nur, dass du dich regelmäßig, täglich vielleicht damit beschäftigst, was will ich denn eigentlich? Und vor allem, dass du dir darüber im Klaren bist, warum du das willst. Weil wenn du merkst, okay, das will ich eigentlich, weil alle das haben, weil alle das wollen und so, das bringt dir nichts. Das wird dir das nicht kreieren und letzten Endes wird es dich auch nicht glücklich machen, das Ziel dann zu erreichen, weil du dann denkst, ja toll, jetzt habe ich das, so toll ist das gar nicht und eigentlich wollte ich was anderes. Die Zeit kannst du dir sparen, wo du dir irgendwas manifestierst, was du gar nicht wirklich willst. Und stattdessen dir einfach dessen bewusst zu sein, was du wirklich willst und was wirklich so dein Ding ist und so. Und dich halt ständig damit zu beschäftigen. Und etwas, was ja jeder von uns wirklich und genau wohl aus dem Grund hat, nochmal zum Bewusstmachen, die Vorstellungskraft.
Weil selbst wenn, du hast eben Mercedes und Opel genannt, ich nehme mal das Beispiel, ich steige in meinen Opel ein, kann mir aber schon vorstellen, wie es ist, im Mercedes zu hocken. Kann natürlich hilfreich sein, wenn du den Impuls bekommst, ins Autohaus zu gehen und dich wirklich mal in Mercedes zu hocken, damit du mal spürst, wie ist denn das Feeling, wie ist denn der Duft von Mercedes. Dann kannst du das abrufen, selbst wenn du im Opel hockst, dann, weil der gerade noch vor der Tür steht. Also die, mit deiner Vorstellungskraft in das Gefühl reingehen, wie es ist, wenn. Und dann kommt noch ein ganz wichtiger Aspekt, hol mal nochmal ein klassisches Beispiel, Mercedes, du siehst irgendwo dann plötzlich Mercedes an der Straße fahren. Und dann bitte nicht denken, boah, die anderen können den Mercedes fahren, ich noch nicht, sondern seh das als klares Zeichen vom Universum. Hey, das Universum zeigt mir ganz viele Mercedes, die hier auf der Straße sind. Der ist unterwegs zu mir und jeden Tag komme ich meinem Mercedes ein Stückchen näher. Als Beispiel, das kannst du auf alles beziehen. Und jetzt hier an dem Beispiel halt vom Auto. Okay. Genau. Und natürlich, wenn du dich halt selber wirklich noch mehr kennenlernen willst, wenn du mal wirklich wissen willst, was ist denn dein Ding, was willst du denn wirklich, dafür gibt es Divinity, ist natürlich auch hier nochmal unten drunter verlinkt. Und da geht es wirklich darum, dich mal nochmal mit diesem inneren, wahrhaftigen Kern von dir zu verbinden, all die Schleier fallen zu lassen, wo du denkst, okay, das will ich, weil andere das wollen oder so. Oder was will ich denn eigentlich wirklich? Und ich habe überhaupt keine Ahnung, wer ich bin und so. Dass wir all das mal fallen lassen und wirklich diesen wahren, göttlichen Kern auspacken, finden. Ne? Darum geht es in Divinity. Also, wenn du spürst, da geht es noch mehr, ich weiß aber noch gar nicht genau wie und ich habe so viele Fragen, dann komm in Divinity. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns auf der anderen Seite. Und natürlich auch wieder in der nächsten Folge.